Kommen wir nun zum dritten Teil unserer Reaktion Ulrike Herrmann gegen Sarah Wagenknecht. Der zweite Teil war wirklich sehr, sehr haarsträubend, wo es über die Ursachen des Ukraine-Krieges und unser Verhältnis zu Russland ging. Naja, aber jetzt kommen wir dazu, was könnte getan werden, um den Ukraine-Krieg endlich zu beenden? Ich bin gespannt auf das, was Herrmann uns jetzt alles noch vorstellen wird. Vorstellen und wir das dann noch ein bisschen diskutieren. Na gut, und der dann Vorschlag ist ja jetzt nicht meine individuelle Idee, sondern das ist ja etwas, was sehr, sehr viel, was die Länder des Südens schon lange fordern, was der Papst gefordert hat und was eigentlich sich nach dem gesunden Menschenverstand ergibt. Dieser Krieg wird militärisch nicht zu beenden sein. Waffenlieferungen werden diesen Krieg nicht beenden, weil die Theorie, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnen kann, die wird uns jetzt seit 2 Jahren erzählt und die Situation der Ukraine ist immer prekärer geworden. Also Waffenlieferungen beenden diesen Krieg nicht. Also gibt es nur eine Alternative, es muss Verhandlungen geben. Und ich finde, dass der Westen ein seriöses Verhandlungsangebot machen sollte, nämlich sagen sollte, ja, wenn die Waffen schweigen, dann hören wir sofort auf, auch Waffen zu liefern. Und wir sollten über die Frage, da ist eben der Disput NATO-Mitgliedschaft, Neutralität, das sollte das Kompromissangebot sein. Und über den Status des Donbass muss dann eben verhandelt werden. Ich denke, dass vor 2 Jahren es eine realistische Chance gab, dass die Russen das wieder geräumt hätten. Das ist ja zumindest das, was auch gesagt wird in den Istanbul-Verhandlungen, dass sie das angeboten hätten. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Aber es wäre zumindest ein Verhandlungsziel, dass die Menschen dort, so wie das in Deutschland im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg war, nach einer Waffenruhe, nach einem Friedensschluss, irgendwann, vielleicht in 5 Jahren, wenn wirklich dort auch wieder Frieden eingezogen ist und wenn die UN dort mit Beobachtern vor Ort ist, dann selbst entscheiden können, zu welchem Land sie gehören. Das wäre für mich eine Lösung dieses Konflikts, die auf jeden Fall vermeiden würde, dass dort jeden Tag weiterhin Menschen sterben, dass dort immer mehr Menschen verheizt werden und übrigens auch, dass die Ukraine immer mehr zurückgedrängt wird, weil Waffenlieferungen verhindern das nicht. Selbst wenn wir noch mehr Waffen liefern, also die These ist ja, wir haben ja noch nicht genug geliefert. Das, was der Ukraine jetzt vor allem ausgeht, sind nicht Waffen, sondern Soldaten. Weil es gibt nicht mehr, die jungen Menschen wollen sich da und die jungen Männer nicht mehr verheizen lassen. Sie haben nicht mehr genug einsatzfähige Soldaten. Und wenn wir nicht ernsthaft den Weg gehen wollen, den jetzt Macron vorgeschlagen hat, irgendwann auch mit Bodentruppen und damit wirklich als Kriegspartei in diesem Krieg einzugreifen, gibt es keinen anderen Weg als den Verhandlungsweg. Ich muss zugeben, dass ich Ihre Analyse gar nicht teilen kann, dass Kiew oder dass die Ukraine nichts erreicht hat, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat sehr viel erreicht und das zähle ich jetzt mal auf. Also es ist gelungen, dass Kiew nicht eingenommen wurde. Es ist gelungen, einen großen Teil des Oblast Charkiw wieder zu befreien. Es ist gelungen, die Russen aus Cherson rauszutreiben. Es ist gelungen, dass Russland das Schwarze Meer nicht kontrolliert und die Ukraine sein Getreide unter höheren Kosten, aber mit Schiffen exportieren kann. Es ist gelungen, dass die Russen es nicht erreicht haben, dass die gesamte Infrastruktur in der Ukraine zusammenbricht. Das war ja das Ziel. Strom weg, Wasser weg, alles weg. Ne? Es ist nicht gelungen, das sind auch im Westen sind die Kriegsziele von Putin nicht eingetreten. Es ist nicht so, dass der Westen zusammengebrochen wäre durch die ukrainischen Flüchtlinge. Das muss einem ja klar sein. Putin wollte vorsätzlich ganz viele Flüchtlinge erzeugen, in der Hoffnung, dass dann der Westen zusammenbricht. Es ist nicht. Und in Putins finsterem Plan war es sicherlich auch vorgesehen, dass Russland die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufnimmt. Also wenn ein Land aufgrund von ukrainischen Flüchtlingen hätte müssen, also wenn man jetzt allein nach den Flüchtlingszahlen geht, dann wäre das wohl eher Russland gewesen. Aber ja. Nicht gelungen, Putin hat seinen Gaskrieg gegen Westeuropa nicht gewonnen. Das heißt, oh Gott! Also,
Wir weigern uns, russisches Gas zu beziehen. Beispielsweise durch den einen Strang von Nord Stream 2, der noch funktioniert. Was daraus? Putin führt einen Gaskrieg gegen Westeuropa. Was ist das für ein völliger, faktenbefreiter Schwachsinn? Wobei die meisten osteuropäischen Länder übrigens hauptsächlich noch über russisches Gas laufen. Ich glaube, Österreich und Ungarn beispielsweise decken ja fast den gesamten Gasbedarf aus Russland. Also das könnte man vielleicht noch dazu sagen. Also irgendwie führt Putin keinen Gaskrieg gegen die Länder, die weiterhin russisches Gas kaufen wollen und das auch ordnungsgemäß bezahlen. Solange beispielsweise Pipelines auch nicht in die Luft gesprengt werden. Aber wie gesagt, es gibt ja bei Nord Stream noch einen funktionierenden Strang und Russland bietet die ganze Zeit an zu liefern. Also nicht Russland führt einen Gaskrieg gegen uns, sondern wir führen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland und schneiden uns aber massiv ins eigene Fleisch. Eigentlich hat die Ukraine sehr viel erreicht. Was fehlt? Was fehlt, sind Waffen aus dem Westen. Weil Sie sagen ja, Sarah Wagenknecht sagt, es fehlen die Soldaten. Aber ich meine. Ja, da hätte ich auch schon einen Lösungsvorschlag. Wir könnten ja mal ein Bataillon aus Taz-Schreibern zusammenstellen. Beispielsweise. Also, die sind ja so begeistert davon, dass da Krieg geführt wird. Da sind die bereit, unsere Freiheit und die Demokratie und alles andere selbst zu verteidigen. Ich meine, Waffen liefern und die von ukrainischen Zwangseingezogenen bedienen zu lassen, das geht ja, aber es ist nur so eine Idee, so ein Bataillon aus Herzredakteuren zusammenzustellen. Würden Sie sich in einen Schützengraben stellen, wenn Sie gar keine Munition haben und der Gegner aber Artilleriegeschosse? Dann würden Sie natürlich auch sagen, nee, das lasse ich mal, wenn ich da nur einen Spaten habe, dann brauche ich auch nicht im Schützengraben zu sitzen. Das heißt, wie viele Soldaten die Ukraine hat, hängt ganz wesentlich davon ab, wie viele Waffen zur Verfügung stehen. Und damit Sie, bevor Sie weiter buhen, würde ich Ihnen auch noch gerne erklären, was die... Würde ich Ihnen auch gerne noch erklären, was die Ukraine... Ich mag das Publikum. Also anders kann man bei Ulrike Herrmann nicht reagieren. Also es ist wirklich nicht ihre Art, also nicht mal ihre Art, sondern es ist der unfassbare inhaltliche Schwachsinn, den sie ihr die ganze Zeit redet. Also das will man sich nicht die ganze Zeit anhören. Ich kann das Publikum voll und ganz verstehen. Was sind Sie, was hier, Sie kann doch, Sarah Wagenknecht kann doch alle Ihre Meinung dann hier auf dem Podium nochmal sagen. Aber die Waffen, die die Ukraine aus meiner Sicht bräuchte, wären eben Luftabwehrraketen, Munition und Raketen, mit denen man auch das Hinterland treffen kann, um die Logistik der Russen zu stören. Wobei, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Ja, wobei, das wissen ja mittlerweile durchs abgehörte Telefonat, auch den Führungsoffizieren in der Bundeswehr klar ist, dass auch Taurus-Marschflugkörper diesen Krieg werden. Und dass sie den Kriegsverlauf nicht wenden werden, sondern dass sie ja wohl nur ein paar Russen töten werden und Russland ein bisschen Verluste zufügen werden. Also sie werden den Krieg verlängern, aber nicht den Kriegsverlauf ändern. Also ändern, wie gesagt, in dem Sinne nur, dass mehr Menschen sterben, aber das Ergebnis wird das gleiche sein. Das ist auch dem westlichen Führungspersonal völlig klar. Und dass Herrmann hier erzählt, wir müssen da Marschflugkörper liefern, damit russisches Hinterland angegriffen werden kann. Wie gesagt, das wird nur zu zusätzlichen Toten führen, es wird den Krieg verlängern, aber das Ergebnis wird auch dann wahrscheinlich ein russischer Sieg oder sehr viel wahrscheinlich ein Kompromissfrieden sein. Also wenn der Westen irgendwann mal diese verhandlungsunwillige Haltung, die er gerade einnimmt, aufgibt. Es geht um das besetzte Gebiet in der Ukraine, wo die Russen ja ihre Logistikpunkte haben. Die müsste man eben auch stören können. Es geht nicht darum, Russland selbst anzugreifen. So, und nachdem ich das jetzt alles losgeworden bin in dieser wirklich sehr freundlichen Atmosphäre, kann jetzt Sarah Wagenknecht ihre Antwort geben. Ehrlich gesagt, alles, was Sie angeführt haben, ist keine Antwort auf die Frage, wie dieser Krieg enden soll. Also das ist, weil es stimmt ja,
Es stimmt, die russische Armee war nicht in der Lage, Kiew einzunehmen. Das sollte uns aber auch zu denken geben, wenn uns jetzt immer erzählt wird, dass Putin morgen Polen überfällt und übermorgen unter Brandenburger Tor durchmarschiert. Das zeigt einfach, wie stark oder auch wie schwach diese Armee ist. Und das haben sie übrigens erreicht, also dass sie vor Kiew umkehren mussten. Da hatte Deutschland genau 5000 Helme geliefert. Das waren die Waffenlieferungen. Ne? Also um das mal zu relativieren, auch das andere, was Sie angeführt haben, die ganzen Panzerlieferungen, die ganzen Gamechanger, das kam alles später. Und es hat kein Game gechanged, sondern es hat eben furchtbar dazu geführt, dass noch mehr Menschen gestorben sind, jeden Tag an der Front. Ich meine, wir sehen die Bilder nicht. Ne? Wir sehen immer mal ein Bild, wenn ein Haus kaputt ist, auch schlimm genug. Aber die Bilder von den jungen Männern, die dort an der Front auf beiden Seiten jeden Tag zerfetzt werden, blind geschossen werden, Arme und Beine verlieren, die sehen wir nicht und die halten wir vielleicht auch gar nicht aus. Manchmal gibt's Berichte, Spiegel war zum Beispiel mal einer, ein junger Mann aus der Ukraine, Augenlicht verloren, beide Arme verloren. Der zählt jetzt noch nicht mal unter die Todesopfer, aber das Leben von dem jungen Mann ist zerstört. Und die Frage ist, wie lange soll das noch so weitergehen? Und welche realistische Antwort haben diejenigen, die sagen, wir müssen noch mehr Waffen liefern, auf die Frage, wie soll es enden? Und ich finde, als Rolf Mützenich das im Bundestag eigentlich das Selbstverständlichste angesprochen hat, dass wir nicht nur darüber nachdenken sollten, wie wir einen Krieg führen, sondern vielleicht auch mal, wie man ihn einfrieren und perspektivisch beenden sollte. Ich war entsetzt, was da also plötzlich über den Mann einbrach. Also der hatte doch völlig recht. Genau darüber müssen wir doch reden. Ich würde gerne anmerken, dass Sie aus meiner Sicht sich gerade in einen Widerspruch verwickelt haben. Ja, weil es wurde ja die ganze Zeit gesagt, Russland hätte die Ukraine angegriffen, weil da so viele NATO-Soldaten waren, so viele NATO-Waffen und so weiter. Und jetzt sagen Sie, die Ukraine hatte doch gar nichts, nur 5000 Helme. Nein, sie hatte im Vorfeld. Oh Gott, Wagenknecht bezieht sich auf die deutschen Waffenlieferungen. Und nicht auf die Aufrüstung, die seit 2000 ist. Wie gesagt, die ist ja auch verdeckt passiert. Also das hat man ja erst nach und nach erfahren, was die CIA, was Academy dort alles gemacht haben. Hinter den Kulissen wohlgemerkt. Also die CIA-Bunker, die waren bis vor kurzem geheim. Die sind erst vor kurzem an die Öffentlichkeit gelangt. Sie von Deutschland. Dann haben sie die Russen besiegt und daran kann man sehen, dass die Russen gar nicht gefährlich sind, weil die Ukraine ohne alles hat die Russen besiegt vor Kiew. So, also dann, ist doch ihre NATO-Erzählung irgendwie falsch. Ich habe auf die deutschen Waffenlieferungen Bezug genommen. Nicht, die Ukraine ist im Vorfeld des Krieges ausgerüstet worden von den Amerikanern, auch unter Donald Trump. Die haben sehr viel Waffen geliefert und Ausrüstung. Aber Deutschland hatte damals 5000 Helme geliefert. Ja, das stimmt. Die historische Situation. Wir reden ja hier über Deutschland und über unsere Waffenlieferungen, die angeblich diesen Krieg verändern sollen. Jetzt eine Frage, bevor wir wieder weitermachen. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Wie viel Waffen haben die USA zwischen 2014 und 2021 oder 2022, also vor dem Ukraine-Krieg. Na, sehr viele. Wie viel? Ich weiß nicht die genaue Zahl. Sehr, sehr viele. Also sie haben die Ukraine extrem hochgerüstet. Deswegen sage ich ja, wenn Russland tatsächlich aus Nationalismus diesen Krieg begonnen hätte, dann hätten sie ihn früher beginnen müssen, weil die Ukraine da noch wehrlos war. Die Ukraine ist im Zuge der Integration in die militärischen Strukturen der NATO immer mehr ausgerüstet worden. Aber ich will das jetzt auch gar nicht abbrechen. Ich möchte trotzdem mal anmerken, da wir schon Richtung 10 Uhr mit Sicherheit sind, dass wir doch langsam zum Ende kommen. Aber ich finde... Ich würde nur gerne, bevor wir das Ende noch erreichen, würde ich jetzt gerne nachreichen, was der Wert der Waffen war, die die USA von 2014 bis 2022 geliefert, also bis zum Kriegsausbruch. Das sind übrigens Zahlen vom Bundestag. Und ich hätte gedacht, dass Sarah Wagenknecht das weiß, wenn sie immer darüber redet. Die USA
Die USA haben in 7 Jahren insgesamt Waffen in der Höhe von 2,7 Milliarden Euro, Dollar, gelebt. Das war der Bundestag. Frau Wagenknecht ist im Bundestag und sie äußert sich ständig zu diesem Thema. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch mal nachreichen, es waren 2,7 Milliarden Dollar an Waffenhilfe. Ich hätte gedacht, viel mehr, um ehrlich zu sein. Nee, das steht im Bundestag. Kann okay. Ich Ihnen auch schicken. So, und jetzt... ist da die versteckte Hilfe über, wie gesagt, Academy und die CIA mit drin. Hilfe, die nicht in Form von offiziellen Waffenlieferungen gekommen ist. Also ich weiß es nicht. Ulrike Herrmann zitierte jetzt die Zahlen, deswegen ist das jetzt etwas schwierig, darauf einzugehen. Aber da würde mich interessieren, wie die erhoben sind. Nein, wissen Sie, weil es ja hier um Leben und Tod geht, das hat ja Frau Wagenknecht sehr plastisch beschrieben, glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Zahlen bekannt sind und auch stimmen. Und ich könnte Ihnen jetzt auch noch sagen, wie viel Dänemark, Tschechien, Frankreich, Polen und Deutschland geliefert haben, aber das erspare ich Ihnen jetzt. Das können Sie ja alles beim Bundestag nachgucken. Also ich glaube nicht, dass Deutschland sehr viel geliefert hat. Genau, aber 44 Millionen in 7 Jahren. So, jetzt so viel zur NATO-Präsenz in der Ukraine. Jetzt als letztes nochmal, vielleicht die letzte Frage. Die ganz große Sorge ist ja immer, dass wenn man das macht, was Sie sagen, man macht keine Waffenlieferungen mehr seitens des Westens und hat dann irgendeine Art von Stillstand an dieser Front. Ich habe gerade einen sehr interessanten Artikel gefunden. Wir fact-checken das jetzt mal live, was Ulrike Herrmann hier gerade gesagt hat. Wir fact-checken mal live. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ich habe hier nämlich gerade einen Artikel gefunden. Ich hatte den gerade auf dem zweiten Bildschirm gesucht. Wartet, ich gebe mal ein. Wartet. Der ist nämlich von 2021. Das finde ich sehr interessant. Ich lasse mal weiterlaufen und lese mir in der Zwischenzeit einen Artikel nebenbei durch. Putin diese Zeit nutzt, um wieder aufzurüsten und erneut angreift. Das ist ja das, was sehr viele Sicherheitsexperten umtreibt. Warum sehen Sie das jetzt nicht als eine realistische Gefahr? Na, wenn die Analyse stimmt, dass tatsächlich diese Frage von NATO-Mitgliedschaft, Militärbasen, NATO-Stützpunkten der Auslöser ist, dann gäbe es ja den Anlass nicht mehr, wenn man darüber verhandelt. Und das Zweite ist natürlich, Russland braucht ja nicht unbedingt die Atempause. Also eigentlich braucht sie die Ukraine. Aber wir sollten jetzt nicht sagen, wir machen Waffenstillstand, rüsten die Ukraine hoch, damit sie dann wieder den Krieg weiterführen kann. Aber wenn jetzt jemand davon profitiert, dass es jetzt einen Waffenstillstand gibt, ist das eher die Ukraine als Russland. Weil die Ukraine ist zurzeit in der Defensive. Und je weiter das geht, desto geringer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass Russland verhandelt. Also das sehe ich auch. Also wenn die irgendwann, wenn die Ukraine gar nicht mehr irgendwann in der Lage ist, sich irgendwie zu verteidigen, ja, warum sollen dann noch verhandelt werden? Also man sollte es selbst schnellstmöglich machen. Das ist das, was der Papst ja auch gesagt hat, dass im Eigeninteresse der Ukraine jetzt Verhandlungen nicht mehr blockiert werden sollten. Und die Wahrheit ist eben auch, wir wissen nicht genau, wie verhandlungsbereit Russland ist, das stimmt. Aber was wir wissen ist, dass die Ukraine immer noch ein Dekret in Kraft hat, das Verhandlungen ja verbietet. Also Selenskyj hat ja zurzeit ist ja gar nicht bereit zu verhandeln per Dekret. Und das ist ein Problem. Und er hat ja auch sofort, als der Papst das jetzt gesagt hat und auch als andere Länder das immer wieder gesagt haben, hat er das ja zurückgewiesen. Er hat ja gesagt, wir brauchen keine Vermittler zwischen uns und dem Aggressor.
Aber wenn man keine Vermittler haben will, dann ja, wie soll das dann weitergehen? Also deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, schnellstmöglich jetzt zu versuchen, dort Verhandlungen einzuleiten. Wenn Sie sagen, na, vielleicht geht der Krieg dann wieder weiter. Ich finde, man muss natürlich auch in so einem Verhandlungen über Sicherheitsgarantien reden. Ja, natürlich sollte man das machen, damit dann tatsächlich auch Stabilität herrscht, damit der Krieg nicht wieder aufflammt. Aber zu sagen, weil der Krieg irgendwann weitergehen könnte, beenden wir ihn jetzt gar nicht erst, ist ja auch nicht sehr, sehr, sehr schlüssig. Also ich würde gerne nur anmerken, dass das Dekret von... Ich habe es mir durchgelesen, der Artikel ist von 2021, da müsste man jetzt noch genauer recherchieren. Aber der Bericht anonyme Quellen und ein Deal, der im Hintergrund vorbereitet wurde, der zu Zeitpunkt, als dieser Artikel geschrieben wurde, noch nicht abgeschlossen war. Ich verlinke auch den Artikel da mal in der Beschreibung, weil ich das doch sehr interessant finde. Also, wie gesagt, 10 Billionen Dollar, das ist jetzt Förderung der ukrainischen Rüstungsindustrie sowie Aufstellung einer Privatarmee mithilfe von, wie gesagt, von Blackwater, aber Academy, wie sie zu dem Zeitpunkt hießen, aber das ist doch sehr, sehr interessant. Also das, wie gesagt, in den Waffenlieferungen, ich wusste das da nicht. Also mir ist das gleich komisch vorgekommen, dass diese Summe, die Hermann da genannt hat, dass die nicht stimmen konnte. Also das, wie gesagt, müsste ich jetzt noch weiter recherchieren, aber die Summe 2,7 Milliarden Dollar, da habe ich mir sofort gedacht, da kann nicht alles drin sein. Da ist die verdeckte Unterstützung. Wie gesagt, über Academy und über die CIA beispielsweise, zwei Kanäle, die ist da nicht mit drin. Das sind nur die offiziellen Waffenlieferungen gewesen. Selenskyj sagt nur, dass man nicht mit Putin verhandeln will. Er sagt nicht, man will nicht mit Russland verhandeln. Naja, was heißt das? Also ich meine, Putin ist ja nun mal der Präsident. Das mag man schön finden oder auch nicht, aber er wird für die nächsten 5 Jahre der Präsident sein. Oder ich weiß gar nicht, wie lange die Wahlperiode ist. Er ist ja gerade jetzt nun mal wiedergewählt worden. Also es macht ja keinen Sinn, irgendwo zu sagen, naja, mit irgendeinem Russland unter irgendeinem Machthaber verhandeln wir, aber mit dem Russland, was wir jetzt nun mal haben, nicht. Aber Putin macht ja immer ganz klar, dass er nicht verhandeln will und dass er immer noch die Ziele... Das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Wenn ihr das von irgendeinem Journalisten hört, hier jetzt wieder von Ulrike Hermann, dann stimmt das nicht. Russland ist verhandlungsbereit. Russland hat voll Demilitarisierung, Entnazifizierung, Anerkennung der territorialen Realitäten und die wichtigste Forderung, Neutralität. Das sind die 4 russischen Forderungen. Und die wichtigste Forderung, die ist wirklich die Neutralität der Ukraine. Im Istanbul, da war Russland sogar ohne territoriale Verschiebungen bereit, also nur gegen Neutralität der Ukraine zu einem Friedensschluss zu kommen. Jetzt haben sich die russischen Forderungen verschärft, da sich die Ukraine Verhandlungsposition verschlechtert hat. Und wenn dieser Krieg länger dauert, dann könnte es sein, dass sich die ukrainische Verhandlungsposition bis dahin noch weiter verschlechtert hat. Das heißt, wenn man diese, wie gesagt, sehr großzügigen russischen Bedingungen jetzt einlösen will, dann sollte man das schnellstmöglich machen und da nicht noch 2 Jahre warten und ein paar hunderttausend Menschen sterben lassen. Denn die ukrainische Position wird sich eher verschlechtern als verbessern. Russland ist verhandlungsbereit. Russland war verhandlungsbereit, aber ob Russland in 2 Jahren noch zu solch guten Bedingungen verhandlungsbereit sein wird, das wissen wir noch nicht. Also das ist eher unwahrscheinlich beim aktuellen Kriegsverlauf. Das heißt, wenn man diese Bedingungen noch bekommen möchte bei Verhandlungen, dann sollte man eher jetzt verhandeln als ja erst in ein paar Jahren. Viele vertritt, die ja auch in seinem Aufsatz schon im Sommer 2021 postuliert hat und jetzt immer noch. Erstens, die Ukraine gehört zu Russland. Zweitens, es geht um Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine. Das heißt, das Existenzrecht der Ukraine existiert aus der Sicht von Putin nicht. Also das Interview mit Tucker Carlson, mein Russisch ist nicht mehr so, dass ich jetzt alle Äußerungen von Putin irgendwie auf Russisch lesen kann. Das kann ich sprachlich nicht. Aber das Interview mit Tucker Carlson zum Beispiel war ja übersetzt. Das habe ich mir angeguckt. Ich habe es auch wirklich ganz mir angeguckt. Und da hat er einerseits gesagt, das stimmt. Er hat gesagt, mit der Ukraine, also ob die überhaupt was Eigenständiges ist, da hätte er Zweifel. Aber er hat dazu gesagt, wie es auch immer ist, er wäre bereit zu verhandeln. Und zwar
unter der Bedingung, dass die Ukraine selbstverständlich ein eigenständiger Staat bleibt. Und da hat er nochmal die NATO-Geschichte erzählt und auch nochmal sehr betont, dass das für ihn der Hauptgrund ist. Nee, hat er ja so gesagt. Also ich meine, das kann man ernst nehmen. Man kann sagen, wie Sie, ja, der lügt ja sowieso. Aber dann kann man nicht im nächsten Satz sagen, ja, er sagt doch immer, er will nicht verhandeln. Also sagen tut er das nicht. Das stimmt nicht. Also wenn Putin von einem eigenständigen Staat redet, der Ukraine, dann stimmt das. Aber er stellt sich das so vor wie Weißrussland. Das ist auch ein eigenständiger Staat. Ja, die Westen hat Halbkolonien, Russland hat Halbkolonien. Also dass kleine Staaten nicht sonderlich souverän sind, das ist einfach eine Tatsache. Also, und wie gesagt, die russischen Forderungen bei der Ukraine, die werden ja auf Neutralität hinauslaufen. Also die Ukraine hätte dann eine wesentlich größere Souveränität als Weißrussland, aber auch als Länder wie Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen. Also du kannst ja bei einem Land wie Bulgarien oder Rumänien auch niemandem ernsthaft erzählen, dass das souverän entscheiden könnte, in welchem Bündnis es wäre. Wenn da eine Regierung sagt, so, wir treten jetzt aus NATO und EU aus, dann ist die von heute auf morgen weg. Dann gibt es entweder einen Putsch oder Massenproteste oder die parlamentarischen Partner wenden sich ab. Also da kriegt man durch Korruption oder durch etwas aggressivere Einflussnahme, wie gesagt, Ukraine 2014 durch einen Putsch, kriegt man das dann hin, die unliebsame Regierung zu beseitigen, sollte es ohnehin mal so weit kommen, dass da so eine Regierung an die Macht kommt. Das weiß man ja normalerweise im Vorhinein zu verhindern. Also ja, kleinere Staaten sind nicht sonderlich souverän. Es gibt halt Großmächte, die sich Großräume erschließen und im westlichen Machtblock, da sind halt die USA der Souverän. Da sind die USA die raumordnende Macht. Das, wie gesagt, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man kann Russland jetzt schlechter finden als die USA, aber im russischen Großraum, da sind die ist Russland die raumordnende Macht und im amerikanischen Großraum die USA. Das ist nun mal so. Ist nun mal die Realität. Was er sich vorstellt, das ist zumindest ein souveräner Staat. Also ich meine, dass der auch, was die Frage der Demokratie angeht, nicht so gestrickt ist wie wir, okay. Aber es ist ein eigenständiges Land. Also ich kann mal jetzt nicht sagen, das ist jetzt kein eigenständiger Staat. Nein, es ist ein eigenständiger Staat, sage ich ja. Und Lukaschenko ist ein brutaler Diktator, der sich da an der Macht hält, weil Putin ihn stürzt. Und genau das hätte man doch dann auch in der Ukraine. Also so stellt sich das Putin nämlich vor. Der will gar nicht. Selenskyj ist ein brutaler Diktator, der sich an der Macht hält, weil der Westen ihn stützt. Also Äquivalent zu Weißrussland. Nur, dass die Ukraine mit ihrer wahrscheinlich noch ein bisschen härter umgeht als Weißrussland. Gerade wobei man sagen muss, dass die Ukraine sich gerade im Krieg befindet. Also deswegen kann man Ukraine und Weißrussland nicht eins zu eins vergleichen. Das sollte man schon dazu sagen. Aber ja, Selenskyj ist ein brutaler Diktator, der sich an der Macht hält, weil der Westen ihn stützt. Also das Argument kann man eins zu eins auch auf die Ukraine anwenden. Gar nicht die Ukraine regieren in dem Sinne, dass er dann da in Kiew sitzt, sondern er will da so eine Art Satellitenstaat wie Weißrussland. Und die Leute, die jetzt schon in dem besetzten Teil von der Ukraine leben, erleben das ja genau, nicht? Also das. Ja, sie erleben das. Sie haben höhere Renten. Sie werden nicht mehr von dieser Regierung aus Kiew regiert, die das ganze Land hat verkommen lassen. Also ja, die erleben das, dass sie jetzt von Moskau aus regiert werden und die Leute, die pro-westlich sind, denen geht es jetzt wahrscheinlich eher schlechter. Den Leuten, die pro-russisch sind, denen geht es jetzt wahrscheinlich eher besser als vorher. Also das Pech haben, wie gesagt, die Wehrpflichtigen auf beiden Seiten, die in diesem sinnlosen Krieg verheizt werden. Also von so einem russischen Oligarchenregime regiert zu werden, ist jetzt, glaube ich, nicht unangenehmer als von einem ukrainischen. Zumal sowohl was ökonomischer Wohlstand als auch demokratische Standards angeht, die Ukraine ist in der Ukraine noch um einiges schlechter aussieht als in Russland. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Regime ist. Chat fragt gerade, warum ich Selenskyj gerade einen Diktator genannt habe. Ja, Wahlen sind bis auf Weiteres abgesagt. Die gesamte linke Opposition in der Ukraine. Es herrscht keine Meinungsfreiheit mehr in diesem Land. Man kann für wirklich sanfteste Kritik an der Regierung 1,5 Jahrzehnte ins Gefängnis gesperrt werden. Der SPU kommt, Oppositionelle besuchen, faschistische Milizen kommen, Oppositionelle besuchen. Also, naja, das ist schon seit 2014 so. Das ist nicht, weil du jetzt gerade schreibst, ja, das ist doch nur wegen der Kriegssituation. Nein, die Ukraine schränkt seit 2014 die Meinungsfreiheit massivst ein und geht brutalst gegen die Opposition vor. Das hat sich seit Kriegsbeginn nochmal enorm verschärft. Ich hatte den Artikel schon im letzten Reaktionsvideo empfohlen, Stimmen aus der Ukraine, linken Oppositionellen drohen Gefängnis oder Tod. Geschrieben wurde das Ganze von Maxim Goldab,
Vorsitzenden der Union der linken Kräfte für den demokratischen Sozialismus. Das ist eine linke Oppositionspartei in der Ukraine, die eben, ja, die verboten wurde. Nach Kriegsbeginn von Zelensky. Ich habe ja auch, also, du willst mir nicht zuhören, oder? Also, kannst du dir das ganze Video ja noch mal angucken, wenn ich es dann auf YouTube hochgeladen habe. Oder kannst du den Stream noch mal angucken. Ich habe das hier doch alles schon genau begründet. Meine Güte. Russifizierung, Deportation, ja, Folter. Die das heißt, Sie sagen ja, wenn man den Krieg beendet, dann kommen keine Menschen mehr um. Das ist aber, glaube ich, nicht die Perspektive vieler Ukrainer. Russifizierung? Also auch da muss man mal relativieren. Die Ukraine hat diese Gebiete, also die Post-Maidan-Regime, die ab 2014 an der Macht waren, haben diese Gebiete, die haben Geschichtsbücher umgeschrieben, die haben da versucht, die ukrainische Sprache zu fördern, so einen absurden ukrainischen Nationalismus diesen Gebieten aufzudrücken, der dort kulturell nicht hingehörte, da das halt ethnisch-russische Gebiete sind. Also, ja, und Russland macht das Ganze jetzt in die andere Richtung, aber ja, also wie gesagt, Hermann hat halt so eine simple Weltsicht, Ukraine gut, Russland böse. Und wenn Russland irgendwas macht, ganz, ganz böse, muss man das ganz lange kritisieren. Wenn die Ukraine irgendwas macht, verliert man darüber kein Sterbenswörtchen. Ist zwar so ziemlich das Gleiche, was beide machen, aber wie gesagt, in der Ukraine, was demokratische Standards angeht, sind die wahrscheinlich noch wesentlich weiter eingeschränkt als in Russland. Aber bei der Ukraine, da muss man das, da darf man darüber nicht reden. Das sind ja die Guten, Russland sind die Bösen, da muss man ganz lange drüber reden. Erlebt haben, wie brutal die Russen gegenüber Zivilisten auch vorgehen können. Ja, das heißt, die werden dann im Krieg werden furchtbare Kriegsverbrechen begangen. Das stimmt und das ist schrecklich. Und die gibt es nach UNO-Angaben übrigens auf beiden Seiten, aber natürlich gibt es sie in den besetzten Gebieten. Und ein Grund mehr wäre zum Beispiel bei den Verhandlungen natürlich zu erreichen, dass dort UN-Beobachter wieder hingehen. Die waren ja vorher sogar an den Separatistengebieten, die waren ja da. Die sind jetzt natürlich weg. Im Krieg gibt es keinen UN-Beobachter, weil das ja lebensgefährlich ist. Also müsste man natürlich in den Verhandlungen darauf dringen, dass die UN zurückkommt, dass die UN dort auch beaufsichtigt, wenn dort Wahlen stattfinden. Aber das alles als Argument anzuführen, warum man gar nicht erst verhandelt, warum man gar nicht erst einfriert, warum man gar nicht erst versucht, dass die Waffen schweigen, das überzeugt mich nicht. Zu sagen, ja, da wird dann alles noch immer noch ganz schlimm sein. Das Allerschlimmste, was es gibt, ist Krieg. Und deswegen muss man diesen Krieg beenden. Und danach muss man über alles andere reden. Aber ich bitte jetzt wirklich, wir sind extrem spät. Und wir werden uns ja auch nicht einigen. Insofern brauchen wir jetzt auch das nicht weiter zu diskutieren. Ich glaube, die Position von Sarah Wagenknecht ist sehr deutlich geworden. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie... Hey, wer hatte die besseren Argumente? Ulrike, wir sollten noch Waffen liefern, dann gewinnt die Ukraine auf jeden Fall Hermann. Also hat die letzten 2 Jahre ja schon so wunderbar funktioniert. Und Russland hat auch keinen Grund, sich von einem Machtblock bedroht zu fühlen, das 20-mal so viel Geld fürs Militär ausgegeben hat wie Russland und immer mehr an die russischen Grenzen herangerückt ist und zahlreiche Angriffskriege gegen prorussische Staaten geführt hat. Ja, total gute Argumente. Ich glaube, sie hat uns alle überzeugt. Ja, war mal eine interessante Diskussion. Also finde ich tatsächlich besser, wenn da ein Moderator, also so schlimm ich das jetzt inhaltlich fand, was sie hier erzählt hat. Also wirklich manipulativstes Framing. Da müsstest du eigentlich die ganze Zeit einen Historiker neben sitzen haben, der sie jedes Mal korrigiert. Denn Wagenknecht kann ja auch nicht jedes Detail im Kopf haben. Und ich habe bestimmt auch viele Sachen, wo sie etwas in irgendeine Richtung geframed hat, hier nicht korrigiert bei dem Reaktionsvideo. Weil ich, wie gesagt, ich kenne mich einigermaßen mit Geschichte aus, aber da musst du wirklich aufpassen wie so ein Schießhund. Das ist unglaublich. Alles, was irgendwie passiert ist, versucht sie so darzustellen, dass der Westen im Recht ist und Russland im Unrecht. Also das ist wirklich unfassbar. Naja, aber ich würde sagen, trotzdem war es mal interessant, Wagenknecht nur mit einem Moderator zu sehen, der ihr feindlich gesonnen ist. Also bei Markus Lanz, da hast du noch 3 Gäste dabei, die Wagenknecht feindlich gesonnen sind. Also eigentlich wäre das mal eine gute Idee, wie man Markus Lanz-Sendung gestalten könnte. Man hat Markus Lanz und man hat nur Wagenknecht. Und keine anderen Gäste, dann würde wahrscheinlich auch schon eine interessante Diskussion zustande kommen.
dann wäre das Ganze auch weniger einseitig, wenn der Moderator einen Vorwurf bringen könnte und Wagenknecht dann antworten könnte. Wie gesagt, so wenig ich inhaltlich mit dem übereinstimme, was Hermann hier gesagt hat, gefällt mir dieses Setting doch wesentlich besser als Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen. Vor allem, weil es ausgeglichen war, da man halt einen Vertreter der einen Position und einen Vertreter der anderen Position hatte. Und ja, nicht so wie in öffentlich-rechtlichen Talkshows, dass du 4 gegen 1 oder 5 gegen 1 hast.